Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich mal mein Schlauchboot winterfest. Die Sachen hier habe ich mir bereitgelegt. Einmal einen Anschluss, um den Motor durchlaufen zu lassen, damit er Kühlwasser bekommt. Eine Bürste, einen Schwamm, ein bisschen was zum Saubermachen, einen Eimer und natürlich einen Gartenschlauch. Als erstes will ich das Boot einmal von innen sauber machen und dazu räume ich alle Sachen aus. Im nächsten Schritt nehme ich mir einmal den Gartenschlauch und spüle das ganze Boot einmal aus. Jetzt muss ich hinten einmal das Wasser rauslaufen lassen und nehme mir den Eimer und hole die Blätter einmal raus. Jetzt nehme ich mir den Schwamm und wische das Ganze aus. Jetzt nehme ich mir noch mal kurz die Bürste und schrubbe das Ganze von innen aus, damit das innen drin schön sauber aussieht. Ich habe mir doch jetzt noch mal einen größeren Schrubber geholt, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Innen bin ich jetzt fertig und jetzt mache ich außen noch mal ein bisschen sauber. Jetzt spüle ich das Ganze noch mal eben ab und dafür muss ich jetzt einmal den Gartenschlauch noch mal anmachen. Solange das Ganze jetzt hier vorne leer läuft, stecke ich schon mal den Kühlwasseradapter für
für den Motor an und hole mir schon mal einen Adapter für den Schlauch, dass ich da auch den Kühlwasseradapter anschließen kann. Ich habe mir jetzt hier vorne schon mal die beiden Adapter geholt, einmal für den Motor und das für den Schlauch. Und jetzt klappe ich noch einmal den Motor runter und dann schließe ich die beiden Teile an. Jetzt habe ich schon mal den Schlauch angemacht und kann den Motor jetzt starten. Ich muss jetzt noch mal kurz den Tank anschließen, damit ich einmal vorpumpen kann. Ich schalte jetzt noch mal eben den Gang ein, einmal vorwärts, einmal rückwärts und dann gebe ich noch mal ein bisschen Gas. Vorwärtsgang. Einmal rückwärts. Einmal ausgegangen. Der sitzt auch nicht mehr richtig. Ich mach den einfach nochmal an. Jetzt nochmal einmal rückwärts. So, ist gut. Jetzt gebe ich nochmal ein bisschen Gas. Jetzt ist er ein bisschen gelaufen. Jetzt ziehe ich einmal das Kühlwasser ab und dann lasse ich ihn einmal leer laufen für den Winter, damit da kein Wasser drin steht in der Kühlwasserleitung, was gefrieren kann. So, das müsste jetzt reichen. So, jetzt ist er fertig leer gelaufen und jetzt packe ich das Ganze nur noch ein. Jetzt werde ich das ganze Boot erstmal noch mal eine Stunde trocknen lassen und dann hinterher eine Plane einmal drüber ziehen. Jetzt habe ich mir hier noch mal ein Maßband geholt und einen Zollstock. Das Boot ist jetzt schön trocken und jetzt baue ich mir einmal ein Gestell, wo drüber dann die Plane kommt, um das Boot abzudecken. Hier vorne soll eine Leiste hochgehen, ungefähr auf diese Höhe. Und dann möchte ich eine Latte einmal so rüberlegen, also vom Bug des Bootes bis auf den Motor drauf. Die mache ich dann fest und darüber kommt die Plane. Ich habe jetzt die Maße. Das eine Brett soll 3,30 Meter lang werden und das andere 1,40 Meter. Das werde ich jetzt kurz absägen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe hier jetzt das Werkzeug, was ich brauche, um mir eine Vorrichtung zu bauen, um die Plane zu befestigen. Ich habe hier einmal mir zwei Bänzel geholt, um vorne das eine Brett zu befestigen, einen Akkuschrauber und ein paar Schrauben. Ich habe jetzt hier ein paar Hölzer drauf gesetzt und darauf packe ich dann die Plane. Hier hinten haben wir das Ganze mit ein paar Bänzeln gemacht. Vorne haben wir die hier einmal aneinander befestigt und hier dann nochmal schön festgemacht. Ich habe die Plane jetzt befestigt auf den Hölzern. Ich habe Bänzel genommen und die einmal unterm Boot langgelegt und auf der anderen Seite an der Plane wieder befestigt. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ich bin gerade noch vom Dunkelwerden fertig geworden.